And they were both happy. So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Isaac Repentance. Und wie es der Titel schon sagt, in dieser Folge möchte ich einmal eine Mod ausprobieren und euch vor allem fragen, ob ihr das jetzt wie Cheaten empfindet oder nicht. Und zwar die Mod External Item Descriptions. Das ist eine der meistgenutzten Mods im Steam Workshop. Und ja, achso, hier kann man das nur an- und aus... Ah ja. Okay, ich kann also nicht hören. Okay. Ach so. Ah! Genau, ich habe mir nämlich auch die Mod-Config-Menü geholt, damit ich die konfigurieren kann. Ich dachte, das mache ich dann über dieses Menü. Scheinbar nicht. Interessant. Jedenfalls, diese Mod soll, wenn sie richtig funktioniert, keine Ahnung, anzeigen, was verschiedene Items machen. Also anstatt, dass ich in Platinum God reingehe jedes Mal und rumsuche, sagt die mir, was das Item macht. Jetzt ist aber folgendes ja das Problem. Ich will das ja nicht bei jedem Item haben. Ich sage ja manchmal, da gucke ich jetzt nicht nach, das ist neu, das möchte ich lieber selber rausfinden. Und manchmal sage ich, da gucke ich jetzt nach, das müsste ich schon kennen und so weiter. Ne? So. Jetzt will ich das mal testen, indem wir einfach eine Challenge spielen. Wir nehmen einfach Ultra, weil wir das noch nicht haben. Da kann ich, denke ich, am wenigsten jetzt kaputt machen. Und ich möchte jetzt halt nicht mit dieser Mod irgendwelche Achievements holen, wenn es am Ende Cheaten ist. Deswegen, in Ultra Hard hole ich nichts. Testen wir das Ganze einfach mal aus. So, da unten steht schon Press L to open the Mod Config Menü. Ah ja. Okay. General Hard Offset. Okay, das lassen wir. Overlays on. Charge Bars off on. Big Books on. Announcer sometimes was. Choose how often a voiceover will play when a pocket item is used. Ich will das ja alles lassen, wie es ist. Das ist ja hier, ach so, Mod. Ah, ich, okay. Jetzt check ich. Jetzt check ich erst, was hier los ist. Das ist sozusagen für alle Mods so in der Art und Weise. Das hier zeigt an, das hier ist das Menü für das Mod-Config-Menü selbst. Okay, ich verstehe. Das kann dann erstmal alles so bleiben wahrscheinlich. Und das hier ist dann das Menü für die Item Descriptions. Okay. Gehen wir es mal kurz durch. General. Language English gibt's auch? Ne, Deutsch gibt's wahrscheinlich nicht. English detailed und English. Aha. Okay. Oh, ja, ich meine German Work in Polish, aber nur für Afterbirth Plus. Aha. Ja, wir bleiben halt bei Englisch. Name Language. Nee, es kann alles so bleiben. So. Show on Curse of Blind. Ah, nee, genau. Das ist jetzt zum Beispiel schon mal ein wichtiger Punkt, ne? Dass es nicht gezeigt werden darf, wenn die Fragezeichen aktiv sind. Dass ich dann nicht sehe, was es für ein Item ist. Das wäre ja komplett bescheuert. Show Hidden Alt Path Item. Keine Ahnung, was das ist. Show Unidentified Pill Effects. Ja, auch das möchte ich nicht. Genau. Das könnte man also einstellen, dass es das... Okay, das wäre dann wirklich cheaten, die Pille vorher zu erfahren. Das will ich ja gar nicht. Hide in Battle Balls. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Indikator None. Arrow, Blink, Border. Highlight, None. Okay. Distance, ach so, highlights the currently described item. Ach so, okay, na, das können wir eigentlich mit einem Pfeil machen oder soll es blinken? Aber wir können mal gucken. Wir lassen mal Highlight und gucken, was das daraus macht. Distance to the object until descriptions are displayed. Ah, okay. Je weiter ich weg, ah, ich verstehe. Wenn ich nah hingehe, kommt es hin und ansonsten, okay, I see. Okay, ja, das war das. Das war General. Hm, okay. Display. Oh Gott. Collectible Infos 2, Trinket Infos, Card Infos, Pill Infos. Display Infos when obstructed. Show again when having flight. 2, Card Infos in Shops. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was zur Hölle? Visuals, Font-Typ. Ah, da drüben ist jetzt ist ein Beispiel. Text-Size 1.
Ach so, ja moin. Hier eins ist in Ordnung. Transparenz. Man kann es dicker machen, man kann es auch weniger dick machen, dann ist es fast weg. Oh, können wir eigentlich so machen, wenn es nicht lange da ist, kann das so bleiben. Display Item Name to, Display Item Type, Display Item Icon, Transformation Name, Transformation Icon. Okay, verstehe. Das sind dann hier, ja, I see. Okay, das macht, okay, ich verstehe. Palace. Okay. Gut, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel nicht die Option zu entscheiden, welches Item ich anzeigen lassen möchte und welches nicht. Sondern es geht einfach so, du näherst dich dem Item und es zeigt es an. Sehe ich das richtig? Wir testen es jetzt mal aus. Wir haben ja hier gleich zwei Itemräume, glücklicherweise. Scheiße, wir spielen. Wir spielen. Oh, okay. Ja, so viel dazu. Oh lol. Das macht ein bisschen. Okay, das macht ein bisschen Sachen kaputt. Okay, aber jetzt das Twinkle zum Beispiel, da steht jetzt dort Bob's Blätter. Bombs Leaf Creep. So. Aber jetzt sehe ich dann zum Beispiel, sobald ich hinlaufe, sehe ich das. Und ich kann nicht vorher sagen, zeig mir das an oder so. Wait, wie komme ich ins Mod-Menü rein? L war's, ne? Ah, ja. Ah. Bin ich jetzt... Ah, das ist... Das ist mir zu viel... Ich würde es gerne selber bestimmen. Da müsste ich aber sagen, ich mache das an oder ich mache es aus. Das ist doof. Nochmal kurz die verschiedenen Sachen durchschauen. Border wäre so, okay, das ist Border. Ich meine, gut. Ich verstehe das Konzept auf jeden Fall. Ich verstehe das Konzept. Blink ist dann, dass das Item wahrscheinlich blinkt. Ja, okay. Sieht auch cool aus. Also, cool ist es in jedem Fall, aber ist mir doch ein bisschen zu Trickserei viel. Arrow ist wahrscheinlich noch so ein Pfeil drüber oder was? Ah ja, okay. Sieht auch cool aus. Also grundsätzlich eine nette Geschichte. Ich würde Arrow lassen. Arrow war so am wenigsten nervig. Naja, und das ist das Ding. Wenn man das aufmacht, dann zeigt es bei mehreren natürlich an. Ha! Hide in Battle Falls. Hide the Description when in a fight. Okay, dass man nicht kämpfen kann. Das ist klar, dass das alles Müll ist. Das darf es nicht machen. Das darf es nicht zeigen. Wenn ich jetzt das zum Beispiel anmache, würde das bedeuten, dann cheate ich halt wirklich. Ah, scheiße. Ich will jetzt ja auch gar nicht groß kämpfen. Ich will nur in den Itemraum nochmal zurück. In den anderen. Ach komm, wir resetten einfach. Ja, genau. Da ist der nächste. Und dann würde ich jetzt hier sehen. Ja, Bomb Bag, ne? Das wäre halt. Also, das wäre übelstes Cheaten. Ich bin gerade erstaunt, dass sie das zulassen in der Challenge. Wird die dann gewertet überhaupt? Weil das ist ja übelstes Cheaten. Das geht ja überhaupt nicht klar. Das geht überhaupt nicht klar. Also das auf jeden Fall wieder weg. Also ich hoffe, dass die, wenn man das hier anmacht, dass die dann automatisch sagen, hier Achievements, nö. Weil das wäre krass, wenn man das einfach machen kann. Das wäre schon krass, wenn du einfach so sagen kannst, ja, ich umgehe den Curse einfach, indem ich sage, ich zeige mir die Items trotzdem an. Das ist nichts in der Sache. Aber ich kann es nicht entscheiden. Also ich kann nicht sagen, dieses Item ja, anderes nein. Ha. Man könnte praktisch sagen, vielleicht nur den Namen anzeigen. Scheiße.
Ah, das ist scheiße. Display Item Name 2 false. Das heißt, ich könnte hier alles false machen. Dann würde ich jetzt nur den Namen sehen. Ah, nee, okay, sehe ich gar nichts, weil es ja, ne? Ja, klar. Weil es ja, ja, okay. Ah, ich weiß nicht. Nee. Nee, bin ich nicht so begeistert von. Also, ich find's cool. Aber ich hätt's lieber gehabt, dass ich irgendwie so, keine Ahnung, vorher bestimmen kann, ob ich es mir anzeigen lassen möchte oder nicht. Weil so zeigt es mir generell alles an. Das will ich eigentlich nicht. Vielleicht kennt ihr euch damit aus, vielleicht könnt ihr mir sagen, ob man das perfekt konfigurieren kann, sodass man es wirklich so, wie ich es gerne hätte. So wie ich es halt in Platinum God mache. So, ich gucke mal nach und ich gucke mal nicht nach. So, das wäre eigentlich das Ding, was ich gern gehabt hätte gewesen. Dass ich mal nachschauen kann und mal nicht. Aber das dann halt selbst entscheide. Das passiert ja hier jetzt nicht. Wieso kann ich nicht... Ah, ich kann nur in geklärten Räumen in das Menü. Das ist auch interessant. Farbe halt. Klar. Das ist einfach nur die Farbe. Also ich finde es cool, was man alles einstellen kann, aber es ist eben nicht die Haupteinstellung, die fehlt mir. Kann ich aus dem Menü Mods aktivieren und deaktivieren? Nee. Ich müsste also, wenn ich Mods aktivieren will, müsste ich raus, müsste hier rein, müsste sagen, jetzt zeige ich mir das Item an oder ich zeige es mir eben nicht an. Und dann kann ich sagen, continue. Das wäre das Einzige, was ich machen kann. Ne? Ja, okay, wir laufen einfach hier rein. Okay, ich erledige den mal kurz, um zu demonstrieren, was ich meine. Ich erledige den mal ganz fix, um zu demonstrieren, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und so viel zu, ich erledige den mal kurz. Im Moment erledigt er mich. Aber das kenne ich ja auch schon. Ich will ja nur ganz kurz das Item haben. Aber eigentlich, das könnte man schon machen, ne? Das kostet, also, es kostet jetzt mal Real Talk, es kostet immer noch weniger Zeit, als bis ich das Item gefunden habe. Ne, okay. Ach, es ist ja hier die gleiche Scheiße. Es ist ja hier die gleiche Scheiße. Es ist ja hier auch ein Fragezeichen. Ach. Ja, aber wenn ich jetzt sozusagen sagen würde, okay, gehen wir davon aus, da wäre jetzt ein normales Item. Dann könnte ich sagen, hier, ich mache die Descriptions an. Ich will wissen, was das für ein Item ist. Mach die Descriptions an, gehe auf Continue. Und dann sehe ich hier, was es für ein Item ist. Na, wenn es jetzt anzeigen würde. In dem Fall müsste ich jetzt natürlich noch zusätzlich erlauben, dass es mir die Dinge anzeigt, was natürlich Quatsch wäre. In dem Fall ist es Binky. Wäre gar nicht mal so schlecht. Wäre eigentlich ein schönes Boss-Item hier für den Run gewesen. Aber, wobei, ja doch, gibt ja einen Soul Heart dazu, genau. Und Tears Up. Also, wäre ein cooles Item gewesen, keine Frage, ne? Aber, wie gesagt, so in der Konstellation bin ich da jetzt dann nicht so Fan von. Machen wir mal die Mods wieder aus. Und noch einen kurzen Run, dass wir hier noch irgendwas Normales machen. Wir könnten ja einfach mit irgendeinem Charakter Gwydia machen, ne? Haben wir mit Azazel schon Gwydia? Mit Azazel haben wir schon Gwydia.
Mit wem haben wir denn noch nicht Greedia? Selbst mit Lilith haben wir Greedia. Was habe ich denn da getrieben? Oha, okay, interessant. Okay, habe ich nichts dagegen. Nun. Ich weiß gar nicht mehr. Mit Judas haben wir Greedia noch nicht. Dann würde ich mit Judas mal Greedia machen. Einfach mal gucken. Wie weit wir da kommen. Wo war der Unterschied jetzt bei Greedia? Es war einfach alles ein bisschen schwieriger, ne? War einfach alles ein bisschen schwieriger. So, und jetzt wäre hier sozusagen der Punkt, dass ich sage, okay. Um das jetzt einfach mal zu demonstrieren, ne? Dass ich sage, okay, ich gehe raus. Zack. Ich sag hier. Gib mir das. Achso, das Mod-Config-Menü kann ich eigentlich immer anlassen. Ich sag hier, gib mir das. Dann gehe ich auf. Continue. Ach so, weil noch nichts Passendes passiert ist, hat er jetzt abgebrochen. Sehe ich das richtig? Ja, weil noch nichts passiert ist, hat er abgebrochen. Ja gut. In dem Fall weiß ich, was dieses Item macht, ne? Aber jetzt nur als Beispiel eben. Ja, ich gehe kurz in das Menü rein. Nein, ah, hier will ich hin. Das machen wir wieder auf False, ganz, ganz wichtig. Hide in Battle 2 ist auch ganz wichtig, dass mich das nicht nervt. Maximale Distance mache ich auch auf 1 Grid, dass es wirklich erst kommt, wenn ich ganz nah hingehe und nicht die ganze Zeit dann reinspringt irgendwo ins Bild. Dann machen wir mal das Indicator Highlight, das sah eigentlich ganz cool aus. Aber Highlight hatte dafür gesorgt, dass das so komisch den Grafik, das hatte den Grafik so ein bisschen verbracht. Wir machen mal Border. Wir machen mal Border. Und wenn ich jetzt hingehe, bis ganz nah ran, dann kriege ich erst angezeigt, was es ist. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen zu nah. Da laufe ich fast in das Item rein. Machen wir mal 1,22. Ja, ja, das ist okay. Na, dann sehe ich hier Magic Scap, Luck Up und Health Up. Ist eine coole Sache. Hätte ich jetzt auf jeden Fall auch so mitgenommen, ist klar. Aber hier macht es auch den Kommen. Okay, das gefällt mir auch nicht. Kann ich das irgendwie verhindern, dass der das wieder normal macht? Lol. Ach, der... Ah, ich verstehe. Das Bild wird praktisch in den Vordergrund gesetzt. Das Bild wird in den Vordergrund gesetzt. Das kann ich gar nicht verhindern. Ich kann nur sozusagen... Okay, da ist es auch das... Das ist wahrscheinlich nur beim Pfeil, sodass dann das Item verschwindet und dann nur der Pfeil angezeigt wird. Weil das sieht ja schon dumm aus. Ja, beim Pfeil ist dann einfach der Arrow vorne. Und bei allem anderen ist das Item vorne. Na, das sieht blöd aus. Das sieht blöd aus. Das ist dann das Einzige, was man akzeptieren kann. Das könnte man hinnehmen. Okay. Ja, gut. Ja, gut, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also für Spaß-Runs definitiv. Für Spaß-Runs klingt das ganz interessant, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ja, wenn ich jetzt da zu nah rangehe, dann sagt ihr mir schon, was es ist, bevor ich es kaufe. In dem Fall, ich weiß, was es ist, ne? Also, in dem Fall ist es jetzt nichts... Kein Dings für mich, aber... Aber es ist halt... Ah, es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht richtig an. Ich würde gerne wirklich so, dass ich sagen kann, okay, so, keine Ahnung, dass ich hingehe und eine Taste drücke und die macht mir das an oder aus. Das wäre eigentlich am schönsten. Oder eben, ja. Wenn ich jetzt rausgehe, habe ich ein Continue. Okay, jetzt habe ich ein Continue zur Verfügung. Oder ist das Continue verschwunden, als ich die Mod an- und ausgemacht habe? Nee, da ist das Continue noch da.
Aber jetzt ist die Mod aus. Und jetzt sehe ich das nicht mehr. Genau. Hm. Ist schwierig. Ich finde es ganz schwierig. Na gut. Also, bisher habe ich nicht gecheatet, weil ich alle Sachen, die ich jetzt hier hatte, habe ich auch gekannt. Aber eigentlich ist es ja das gleiche, wie wenn ich in Dings nachgucke, ne? Nur ich will halt eigentlich nicht, dass es automatisch anzeigt. Ich würde es halt gerne entscheiden können. Weil sonst zeigt es mir nachher Items an, die ich noch nicht kenne. Und die gucke ich vielleicht nicht nach. Ich sehe da auf jeden Fall Probleme kommen, wenn wir das machen. Ich sehe da Probleme kommen, dass ihr das nicht gut findet. Dass ich selbst mir damit auch so ein bisschen... Yo, lass mich in Ruhe. Dass ich damit mir auch so ein bisschen die... Ich weiß, also im Moment fühlt es sich halt wirklich nicht so gut an. Also, ne, das ist das Ding. Im Moment fühlt es sich wirklich nicht so gut an. Übrigens, was wichtig ist, wenn wir das Book of Belial nutzen. Ich darf den Raum jetzt nicht verlassen, sonst verliere ich meinen Damage ab wieder, ne? Sehe ich das richtig? Aber das Problem ist, wenn ich den Raum jetzt nicht verlasse, dann werde ich hier drauf gehen. Ich habe aber auch zu spät das Upgrade wieder genutzt. Ich hätte das eher wieder nutzen sollen. Na, mit jeder Dings kriege ich ja ein neues Upgrade. Mit jeder Wave. Wenn nicht ein Upgrade, eine neue Auflage. Ladung. Das war Schwachsinn. Das war Schwachsinn. Okay, erstmal das Feuer wegmachen. Ja, das HP war gut am Anfang. Das würde ich gerne wieder haben. Das ist eigentlich nicht schlecht für ihn hier. Den Namen vergessen. Zeigt mir seinen Namen auch nicht an. Cool. Kane? Ich glaube Kane. Habe ich im Moment an? Ah, im Moment habe ich es aus. Okay. So, wenn ich jetzt nachgucken will, passiert noch nichts, weil ich noch überhaupt nichts gemacht habe. Das heißt, ich hätte auch kein Continue. Das ist ein Tiers Up, genau. Ha, 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 ha. Ja. Yo, okay, alles klar, nice. Nice Geschichte, okay. Dann spielen wir mal eine Runde. Jetzt ein ganz normaler Run, ohne großartige Cheaterei, ne? Weil das ist jetzt schon, das hat jetzt schon Potenzial. Das hat jetzt schon Potenzial. Darf nur nicht sofort getroffen werden, weil jeder Treffer ist halt jetzt ein Insta-Kill. Weil ich halt nur ein Herz habe. Also jeder Treffer von einem Champion zumindest. Und ich muss dran denken, immer wieder gleich das Upgrade zu machen. Bald ich kann. Da muss ich jetzt gut drauf achten. Dass ich das nicht verpeile. Jetzt haben wir zwei Aufladungen. Mit dem nächsten kommt die dritte Aufladung. Dann kann ich es gleich wieder machen. Zack. Genauso. Und die nächste Aufladung ist wieder 1. Aber wie gesagt, ich darf jetzt nicht rausgehen, sonst ist das Damage-Up, glaube ich, wieder weg. Wenn ich jetzt draufgehe, kriege ich das nächste Damage-Up und dann kommt der Boss-Fight. Genau. Ja, das ist ja okay. Damit kann ich, das ist ja eigentlich ganz cool. Und dann noch er hier. Mal die beiden Viecher wegmachen. Da, wo ist er jetzt? Irgendwo taucht er gleich auf und macht mich kaputt. Also jetzt frech. Okay, da ist er. Da, mach dich weg, Kollege. Aber ob ich jetzt zum Beispiel in den Satan-Dings reingehe, weiß ich. Naja. Ja doch, weil ich will ja den Engelraum triggern. Weil mit einem Herz gehe ich halt eh nicht in den Satan-Deal rein, aber in den Kampf gehe ich rein. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Der erste ist weg.
der zweite ist weg. Gleich. Sehr schön. Also der Laser ist schon richtig gut. So, wir wollen wie gesagt einen Engelraum haben, deswegen gehe ich da jetzt natürlich nicht in den Satan-Deal. Gut. Jetzt würde ich fast den Cube kaufen. Es ist halt ein Schutz. Es ist halt ein Schutz. Wir nehmen den Cube mit. Schlüssel nehmen wir auch mit. Abflug. Nächste Ebene. Es wäre halt ganz dringend ein HP-Up notwendig. Das wäre halt ganz... Oder blaue Herz oder irgendwas wäre halt ganz dringend notwendig. Ne? Das ist das Ding. Das ist das Ding. Gehen wir erst hier rein. Der Speed und Range Up Pilz. Ist nett. Ist nett, auf jeden Fall. Tears Up und Knockback Shot. Klingt auch nett. Ah, da ist mein HP ab. Aber dafür muss ich die Runde erst überstehen. Das kriege ich jetzt noch nicht. Keine Chance. Ich muss jetzt wieder mit einem Herz da durchkommen. Drückt mir die Däumchen. Danke. Eure Unterstützung. Und ich muss aufpassen. Wie gesagt, die nächste Wave ist direkt eine Aufladung. Zack. Und rein da. Dass wir gleich schön viel damit stehlen. Oh Gott, die sind böse. Nicht in die bunten, wollte ich sagen. Yikes. Okay. Das ist halt das ganz Gefährliche, ne? Er macht zwar böse Schaden, aber er hat halt nur ein Herz von Anfang an und das macht ihn so riskant. Für Leute, die sich gern treffen lassen. So, gleich kommt wieder eine Aufladung. Ne, noch nicht. Beim nächsten Mal. Jetzt! Und das war's. Okay, ich könnte mir noch nicht mal mit den Münzen, die ich jetzt habe, das HP ab oben leisten. Ich muss jetzt erst den Bosskampf machen. Und ich muss ja auch wegen des Damages. Allein schon wegen des Damages muss ich jetzt schon den Bosskampf machen. Puh, wird schon schief gehen. Okay. Versuche auf Reichweite zu bleiben. Für den Fall, dass die nämlich ihr Dings zu blöd setzen. Wenn ich da reinrennen würde. Ja, so ist das alles. Okay, und der Kollege, da gehe ich... Nein! Oh mein Gott, da gehe ich hier hin, dann müsste das funktionieren. Einfach nur ausweichen. Puh, das war knapp. Komm schon, mach dich weg. Oh yes. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Der Satan-Deal ist jetzt böse riskant. Scheiße. Aber wenn ich jetzt hochgehe, ist der Damage weg. Wir müssen es tun. Okay, ist er hier. Der kam ein bisschen zu schnell. Scheiße. Ach Mann, den hätte ich schaffen können. Den hätte ich schaffen können. Ja gut, belassen wir es bei dem Part. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Schade, der Run hatte Potenzial. Naja, was soll's. Ja, also Item Descriptions an sich, coole Geschichte. Aber für mich ein bisschen zu viel Cheat-Potenzial. Problem ist aber, eigentlich mache ich ja nichts anderes, wenn ich in Platinum God reingehe, ne? Naja.
müsst es halt aus dem Menü an- und ausmachen. Das müsste ich machen. Eigentlich wäre das doch nicht weiter schlimm. Wir werden es uns überlegen. Habe ich jetzt irgendwas... Ich überlege gerade, ob ich den Part jetzt vorher hochlade. So mitten rein. Habe ich irgendwas gespoilert? Ich bin hier durchgegangen. Na, damit habe ich so ein bisschen gespoilert, was ich geschafft habe in der letzten Zeit. Ja, war doof. Ja, war doof. Lassen wir. Nee, ich lade den einfach ganz normal als Part 63 hoch. Okay, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.